Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Ehrengard Immelsnitz-Napin.dec zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo. So, ich habe jetzt guten Philipp auch ein bisschen lauter gemacht, weil mir vorgekommen ist, dass er ein bisschen leise ist. Oder war? Warte mal, ich habe vielleicht eine Idee, worauf man denken könnte. Ne, ich habe dich schon lauter gemacht, alles gut. So, jetzt. Besser? Ja, also ich habe dich jetzt schon lauter gemacht, also. So. Oh, das passt schon. So, warte, können wir den eigentlich jetzt den Motor ausmachen, weil das stört uns jetzt hier nicht mehr. Weil der Helfer ist gar nicht drin, den muss ich jetzt erst wieder reinmachen. Da warten wir nochmal ganz kurz, bis er leer ist. Wir müssen sowieso in der heutigen Folge auch schaffen, normalerweise. Rein und zack. Sag mal ganz kurz den Mensch Steier ein. Ne, ist der falsche. Ja. Ne, das ist der richtige. Sag mal aus. Bevor in meinem. Ja. Schau dir die Zapfwelle an. Oh. Ja. Bluetooth-Zapfwelle. Du? Das gehört da, glaube ich, so, ne? Sollte der normalerweise nicht an der Kugelkopf hängen? Ja, hab ich auch noch. Hängen wir nochmal kurz ab. Nee, der hat schon fürs Zugmaul, aber. Wieso ist die Zapfwelle egal. Also jeder normale Ding, der wo das hat, der hat doch die Zapfwelle unten dann. Ja, normalerweise schon, ne? Ja, das ist ja sowieso Unterlenker nur. Und Leute, ich hab's endlich gemacht. Warte. Ich hab den Piepton rausgeschnitten. Warte. Ja, ich. Er piept nicht mehr. Also nach hab's. 15 also. Jahre Streit, was? Oh. Jetzt hab ich den Ankommen an. So, da sind wir richtig. Fährt der Drescher? Oder Drescher fährt. So, wir haben noch ein Stück hier zu mähen mit unserem wunderschönen Steier mit der Schweizer Flagge und für alle Fälle Feuerlöscher. Ich habe einen Schluss, dass das Brennen anfängt, weil er den großen Motor, weil er immer aufnehmen muss, der Puppi. Ja. Nee. Haben zwar den gleichen drin, aber egal. Nein. Nicht? Ach, du hast die Nummer kleiner, ne? Ich habe eine Nummer kleiner. Egal, die 10 PS, du. Ich bin ein Mischstreuer. Was? Ja, ein Mischstreuer, das hat gar nicht gewusst, geil. Ich bin der Mischwagen weggesprungen. Wieso tun sie das? Das geht auch nicht. Weil ich Atem tun muss, was? Ach ja, hallo. Ach ja. Ja, was ist das? Hier wieder haben ich vermisst. Ich hab's nicht rausgeschnitten, ich hab's nur stumm geschalten, also es jederzeit wieder herzuholen. Ganz kurz, ich muss gehen. Mir kommt der Audi. Ach, der ist schon auf 20. Was? Wer? Der Radio. Mir kommt immer ein bisschen leiser. Ich hab Spotify nicht an. Oh nein. Kann es sein, dass du einfach bei dir den Ton leiser hast? Was? Den Ton auf den Kopfhörern. Der ist bei mir auf 40. So wie immer. Ja. Ne, aber der Ingame-Radio mache ich, den kann ich ja auch einstellen von der Lautstärke her. Ja. Ja, ja. Ja, und die Lieder, was ihr jetzt drin habt, die sind anscheinend ein bisschen leiser. Hab ich mich gerade gemutet? Nee. Nö, passt. Ich hab erstmal eine neue Playlist von einem Freund rangeholt, die geht. Perfekt. So, wir drehen kurz die Runde. Aber das muss ich jetzt ganz kurz nachgucken. Sorry Leute, dass ich jetzt gerade gucken muss. Ha, ich war doch gemutet, hab's doch gewusst. Was? Ja. So. Wie, du warst gemutet. Ziehen wir das jetzt mal über OBS. Ja, bei dir Discord kurzzeitig. Ich hab das jetzt an meiner linken Seitentasche bei der Maus und da bin ich vorhin aus Versehen draufgekommen. Und ja. Hast du das drin in der Aufnahme? Ja, ne? Was?
du gemutet warst? Ja, wieso? Ich bin ja nur einmal rausgetappt. Also ich war ja nie, also die Aufnahme hat ja alles aufzeichnet. Da war ich ja nicht gemutet. Ja, nein, mein Stuhl hast. Ja, egal. Ja, ja, wegen dem Fixer. Weil ich nicht reagieren hab können. Nein! Ey, diese Scheißballen, die wollen mich doch verarschen. Jetzt rollt der auch noch runter! Alter! Das Helfer hier schon fast wieder voll. Oh, moin! Alter! Das war zu weit! Jo, ich sehe schon, du hast Spaß, ne? Wir beide mal Kokain fressen. Was? Muss jetzt ganz leider ein bisschen unlieb da rausdrücken. Ich stell mir mit meinem Steier ein. Was hast du mit der? Oh nein, ich glaube, ich weiß schon, oder? Nö. Ja. Die Gauma steckt du den! Wie? Erstmal. Ja, okay, alles gut, du bist schon einen halben Meter von unserer Kier weg. Kuppel sie mal ab. Ah, oh nein! Oh nein, er schießt! Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts! Ich hab's gesehen. Der Reifen steckt im Schutzblech. Ich weiß nicht, ob das gesund ist. Komm, eine. Dass der Ball schießt. Jawoll! Beide ist auf Anhieb gefunden. Jetzt ist der schon wieder voll. Alter! Ja. Der Drescher. Ja, ja, geh schon, gib Ultra. Ja, ich hab's gerade gemerkt, dass er sau viel runtergeht. Mit so viel Wein nicht so viel. Ja, du, ne? Bremse. Während der Zeit kann man schon gleich mal nachgucken. Das ist ein bisschen zu laut. Naja. Soll ich nachgucken? Ah, ja, genau. Gibt's Drescher-Missionen? Dünger. Oh, es gibt. Ganz viele Dünger-Missionen. Eha. Junge, du bist. Ich habe gehört, du hast Lust auf Düngemissionen. Wer, ich? Ja, wir beide. Guck mal ganz kurz ins Auftragmenü und guck, Alter, mal, wie viele Düngemissionen da sind. Ich habe 2 Dreschmissionen gefunden. Ja. Den nehme ich an. Ja, die hatte ich auch vor, dann zu machen, aber... Geguckt, Düngen, runtergestrahlt, Düngen. Nee, hey, schön. Noch eine für 2000. Ich will mich ja nicht beschweren, Dreschmiss- wir haben Güllefass und Gerisch, der so. Und den Düngestreuer. Ja. So, der macht. Aber mein Stein ist nicht frei, gell? Ich muss erst doch Ball, Mische machen. Ja, wieso? Ich fahr sowieso mit meinem. Aber ich mag Gülle fahren. Ja. Ja, okay, fahr du Gülle in der Zwischenzeit. Ich bin ja dann umhängen. Ich bin noch nicht mal fertig mit Mann. Also. Ja, Männer, beeil dich, Boah. Bin ich dabei. Oh, ja. Dann nehmen wir schon mal schnell alle Missionen an. Hm? Dann nimm mal alle Missionen an. Wie denn, wenn ich mähen soll? Mann, du hast doch Zeit. Ich hab doch auch keine Zeit. Junge, du bist am Mischer dazu machen. Ich bin gerade am Heimfahren. Ja, okay. Dann ist schwierig. Ah, jetzt voll sehe ich dich sogar. Oh ne, schön. Nicht auf der Wiese, nein. Ja, ich hab sogar... Der Ballen, da ist der Ballen. Oh, ist angehoben, wunderbar.
Wie wollen wir es eigentlich denn machen mit Silage und Heu? Ich würde sagen alles Heu. Alles, alles? Alles, alles. Ja, können wir machen. Dann können wir nämlich durchgehend Silage machen und dann halt immer Bier. Scheiße, wir müssen Biogasanlage bitte. Ja. Da müssen wir. Ist nur Leerjacke, wir brauchen. Naja. Waldfiske. Haben wir das schon gekauft? Echt? Ja. Ah, stimmt. Aber der Torion ist halt oben. Aber ne, warte mal, das ist doch. Der Sinus, oder? Ja, doch, Sinus. Ja. Torion, Sinus, ja. Kann man jetzt sehen, wie man will. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Heiß noch und ein fettig. Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, das war zu weit. Was machst du? Zurück. Okay. Noch ein Stück zurück, jetzt ist drin. Was machst du? Bald in Futtermischung näher hauen oder was? Richtig. Ah. So, dann drehen wir einmal wieder. Jo, wenn man sich das denkt, der fährt zwei Bahnen und also fast voll. Das ist schon pervers, was da an Zeug runtergeht, Junge. Warum soll das pervers sein? Das ist doch gut. Ja, aber. Hm? Die Bauer ein? Ja, ist er. Nee, ist. Ah, nee, ist er nicht. Nee, ist er nicht. Wieso muss schon Ballen nehmen? Ja. Jetzt ist er an. Ey, jetzt bin ich gerade in. Gut, ich mach's mit. Ein Heuball ist drüber. Flo. Wer steht da? Also, Flo, du kannst gerade aussetzen. Ja, mei. Es liegt ja oben! Ich sehe, ich höre schon durch Spaß. Jetzt warum bewegt sich denn der Typ? Bleib doch stehen! Alter. Dann. Ja, Ballen hat schon richtig Bock in Futtermischung nicht zum Kämmer, ne? Ja. Oh nein! Ist er drüber geflogen? Ich häng. Oh. Das wird spastik. Ich glaube, wir sind fertig. Oder ich glaube, es ist nicht nur so, Nickel, ich weiß es. Ich weiß es so. Ja. Normalerweise müssten wir alle diesen durch haben, weil die habe ich mir als letztes aufgehoben. Irgendwie ist alles gut gegangen sein. So, wir fahren auf. Ah ne, da können wir gar nicht, weil über den Zaun. Egal. Jetzt nicht hinschauen, Leute. Und auf geht's heimwärts. Na doch, hier habe ich schon überall wunderbar. Das passt. So, hier geht's drin. Hopp.
So, dann können wir eigentlich das Gespann schon waschen und wegräumen. Oh, und aber da stand der Körper. Brauchst du schon einen F11 noch? Nee. Nee. Okay. Dann raus, Mann. Dann waschen wir mal das Heck. Ach ja, ach ja. Ja, ne, haben sie jetzt nicht dann schon bald mal genügend mischen? Das ist Ersatz in Kühe oder fehlt immer noch was? Eine mache ich jetzt doch, das muss reichen. Man muss sagen, jetzt weiß ich glaube ich fast doch mal überlegen, wenn wir so viel Gülle machen, sich mal auch einen Zubringer zu holen. Einen kleinen. Können wir schon. Weil die Strecke immer, weil BGA ist halt am anderen Map Ende, das dauert dann halt immer ewig, bis man da wieder hinten ist. Oh, noch ein Stück. Ah, oh, nee, nicht so weit. Also, ich weiß nicht wieso, aber die stehen immer schief drin. Ich weiß nicht wieso das so ist. Ich versuche ja jedes Mal wieder gerade hinzustellen in Schwader und Wendt, aber will nie. Alles klar, für den Vogel. Ja, schön. Der hat auch Bock. So, noch ein Stück, stopp. Dann können wir uns auch ganz kurz hier stehen lassen, weil hier stört er keinen. Oh, schon aus, gut. Dann schnappen wir uns in den B-Truck, weil der steht schon hier. Mit meinem B-Truck kühlen. Hm? Stimmt, mit meinem B-Truck kühlen. Nee, wir hinten. So. Außer du willst. Zubringer. Sollen wir einen Zubringer? Nein. Hm? Ich mich doch. Soll ich einen Zubringer also, gleich kaufen? Ja, nee, das ist Wenden, nicht Schaden. Ja, ich weiß schon, aber zum Kühlen halt. Also, ja, nee, ich würde einen Mod holen. Bei Standard gibt's halt bloß den Kotte oder was das ist und der ist halt. Also, jetzt nicht Garant. Schlecht, warte mal, ich muss. Oder Garant, was das ist. Kotte Garant. Und der ist halt nicht ganz so atemberaubend, also. Man kennt ihn schon, sagen wir mal so. Ja, und? Da kennt man halt besser. Nee! Ja, nee, aber ich muss auch sagen, ich finde den halt nicht so schön, ne? Warum? Hast du was gegen den? Ja. Hab ich doch gerade gesagt. Jetzt rattert's. Aha. Immer diese Güllezubringer-Shaminger. Nee. Was für Güllezubringer-Shaming oder was? Das ist Gülle-Zubringer-Shaming. Also Shaming, oder was meinst du? Ja, Shaming. Ach so. Ich denke also irgendwas mit Shaming. Ich hab mir so, was meint der Junge? Ich versteh's nicht. Was? Gülle-Zubringer-Shaming. Ja, Shaming schon, aber Shaming mit L nicht. Hab doch nicht Shaming gesagt. Ja, aber ich hab's verstanden so. Alter, 8000 Hektar. Easy. Gut. Der Sinus oder was? Hat der Stroh ab. Was magst du denn? What are you doing, boy? Ey, der Stroh haut ab! Was? Ich glaub, da wird's mir gleich entgegenkommen. Ich fahr gerade oben rum. Nur ohne Fies. Ey, jetzt ist wieder eine Aufkunft. Track, zieh! Ja, Standgas rum können wir aber gegen. Muss Vollgas und Kupplung schnell verlassen. Ja. Mann! Junge, was hast du denn? Ja, zwei Ball, die miteinander geht. Bei der einen Luke rein, aber bei der anderen nicht. Raus! Geh rein da jetzt! Hei, du. Alter. Da wollen wir mal was trinken hier. Nee.
da jetzt rein? Ich will doch in Steyr rein. War noch zweimal Heu. Fahren wir noch mal einmal drüber. In der Mitte. Dann, okay, nee, ich sag jetzt nicht. So. Ich muss mein Tesa-Filmroller-Ding umstücksgewiede wieder zusammenbauen. Warte. Geht unterm Ding dran. So. Hast du denn bei dem was kleben müssen, oder? Ja. Mit Tesa. Ich kann Alex Zylinder heben, wenn man die Bolzen stoppt. Und der habe ich schon mit dem Tesa-Tub ab. Tesa redet, oder? Oh, nee, schön. Hoppala. Ja. Jetzt hier wieder rum. Ist halt auch nicht so windig, ne? Aber geht. Ich bin hinten in der Luft, geh neu, Spider-Man! Ah, toll. Braucht ein Heckwicht, ein kleines. Das ist der Ballen hier direkt von meiner Schnauze. Geh weg von meiner Schnauze. Oh, nee. Also Mische machen ist. Für dich ganz, also die Ballen reinmachen für die Mische. Nee, habe jetzt kein Problem mit, aber der Weidemann ist halt einfach zu leicht, ich sag, wie ist es? Ja, okay, mit einem Ball nicht, aber dann nimmst du halt zwei dann. Und dann ist er halt ohne Gewicht, kritisch. Jetzt ist mir die Steier abgestorben. Oh nein. Eieiei, ganz schlechte Themen heute. Aber liebe Leute, wir sind trotzdem für die heutige Folge fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, du kostet aber keinen Cent. Und den runden Knopf drauf, wir haben es noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nicht mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengard. Immer ist noch Snap in die EC zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.